Hallo Liv, schön, dass du da bist. Ich würde dich gerne ein bisschen fragen, wie es dir ging mit Blick auf Bildung und in Corona-Zeiten, dass du uns einfach ein bisschen Einblick aus deiner Perspektive gibst. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und wie hast du das letzte Jahr erlebt? Ich bin Liv, ich gehe in die 13. Klasse eines Gymnasiums in Niedersachsen, also je nach Technik, bin zwar gerade im Abi-Endspurt. Genau, und ich habe dann sozusagen fast meine ganze Oberstufe mit Corona zusammen irgendwie erlebt. Genau, und ich fand das letzte Jahr natürlich, also persönlich war es natürlich total schlimm irgendwie, aber fand es schulisch, hat das vor allem auch ganz viele neue Möglichkeiten geöffnet, die eigentlich ganz cool sind. Und ich hoffe, dass die teilweise sind. Maximal so, was war dein Highlight, was ist passiert, was vielleicht ohne Corona nicht passiert wäre? Genau. Ich finde einfach total cool, dass man also dieses asynchrone Lernen, also das, also oft sitzt man dann ja irgendwie also 8 Stunden in der Schule bis irgendwie 15:20 Uhr. Dann gibt es ja auch Tage, wo auch die LehrerInnen vielleicht nicht so richtig was vorbereitet haben, dann sitzt man da einfach so ein bisschen so seine Zeit abzufüllen. Und natürlich gab es irgendwie auch Videokonferenzen, aber was ich erlebt habe, war, dass es halt viel irgendwie so gab, in irgendeinem Aufgabenmodul wurde irgendwas hochgeladen und dann konnten wir das halt eigenständig bearbeiten, hatten dafür eine Woche Zeit. Und ich fand, dass das total angenehm war und dass das so den Stress runtergenommen hat, obwohl wir irgendwie alle schon so gestresst waren, dadurch, dass die ganze Zeit mit seiner Familie irgendwie aufeinander hockt und so. Und ich finde, das war total, total cool. Und natürlich ist es ein bisschen so wie so Hausaufgaben, kann man ja sonst auch immer machen. Aber ich fand einfach so, dass ich mir das so viel selbst einteilen konnte, dass es bei mir total gut funktioniert. Genau, das fand ich also eins der Highlights. Cool. Würdest du sagen, das ging der Mehrzahl deiner MitschülerInnen so? Oder ist das jetzt besonders voraussetzungsvoll oder bevorzugt das einen bestimmten Lerntyp? Wie schätzt du das an? Ich glaube nicht so sehr an bestimmten Lerntyp, aber natürlich muss man dafür ja schon auch Unterstützung von zu Hause bekommen, dass man sich das natürlich selber einteilen muss. Man muss, glaube ich, dann einfach auch ein bisschen älter sein. Also ich sehe das jetzt bei meiner kleinen Schwester, die ist in der 7. Klasse, bei der das dann ja in der 6. angefangen, dass es da halt einfach noch nicht so toll funktioniert. Also dass sie da einfach viel mehr Unterstützung brauchen. Und ja, ich glaube, man muss einfach schon relativ eigenständig auch vorher lernen können, was natürlich wie in der Oberstufe Leute muss das auch können. Genau, aber ich glaube, da hilft es halt total, wenn man familiäre Unterstützung hat und auch in der Schule sonst gut angebunden ist. Und natürlich war es halt bei uns auch immer so, dass die Lehrer irgendwie zur Verfügung standen. Aber ich glaube halt an Schulen, wo die Lehrer das vielleicht nicht können, weil sie das nicht zu viele andere Klassen haben oder wo halt die Eltern es nicht konnten, ist da für die SchülerInnen ist das total schwierig gewesen. Aber ich glaube, deshalb haben wir ja verschiedene Schulen, auch verschiedene Modelle und so. Das klingt ja ein bisschen besser, als man das so in der allgemeinen Diskussion jetzt das letzte Jahr gehört hat. Hast du einfach eine besonders tolle Schule? Hast du besonders tolle LehrerInnen? Und hattest du den Eindruck, dass die besonders, also gerade auch denen es vielleicht weniger leicht gefallen ist, dass da besonders gute Unterstützungsleistungen gab? Also ich glaube, das ist das beste Spiel, aber ich glaube, es funktioniert halt gut für die, die sowieso schon, glaube ich, ganz gut in der Schule mitkommen. Und ich glaube, dass es nicht ist, oder dass die, weil ich mal so ein bisschen Anschluss verloren haben, dass ich es von den Lehrern nicht gewollt habe, aber dass man ja einfach das nicht so schnell mitkriegt als Lehrerin. Und ich glaube, deshalb ist das ein bisschen schwierig, also ich glaube, dass ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass es nicht, deshalb nicht für alle so gut funktioniert hat. Also, und auch in meiner Schule wird es Leute geben, für die das gar nicht funktioniert. Also, ich gebe auch Nachhilfe und merke da, also seit 2, 3 Jahren, und merke schon, dass jetzt im letzten Jahr schon einfach so viele so Grundlagen fehlen, weil man, ehrlich gesagt, wenn man 3 Stunden in der Woche Videokonferenz in Mathe hat, irgendwann will man vielleicht nicht mehr und macht vielleicht die Hausaufgaben auch nicht so regelmäßig, weil ja auch die LehrerInnen, uns geht noch halt einmal rum, dann müssen die ja alle, also nicht 30 PDFs sich angucken, das ist ja schon einfach ein großer Aufwand. Also ich glaube, dass da nicht so sehr leider mehr so auf die einzelnen Personen geachtet wird,
nicht, wenn es blöd meint, sondern einfach, wenn die Zeit nicht da ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Problem, das irgendwie entstanden ist. Das gerade die PDFs benannt, die ja viel auch in der Diskussion waren, also so quasi ein wenig interaktives Format, sage ich jetzt mal vorsichtig, quasi das Verteilen von Aufgaben als neue Unterrichtsform. Hast du da erlebt, dass sich Dinge verbessert haben, dass die Unterrichtsformen sich mehr ans Digitale angepasst haben, oder hattest du den Eindruck, das war einfach der Versuch, den Unterricht von vorhin abzubilden im Digitalen? Nee, absolut. Also das fand ich total, und also kleine lustige Anekdote bei mir an der Schule wurde dann, genau, also in Niedersachsen relativ früh wieder in die Schule letztens gegangen, zumindest ich, als dann war dann eine der Abschluss, nicht Abschlussklasse, aber wir waren in der 12. Und dann wurde bei uns Papier verboten. Also man durfte keine Kopien mehr austeilen. Und dadurch mussten wir alle digitale Endgeräte mit in die Schule bringen. Und das hat es total verändert. Also man konnte sich auch Geräte von der Schule ausleihen. Genau, und ich hatte natürlich aber welche. Und das hat total viel gebracht. Also haben wir irgendwie ganz viel mit den Pads gearbeitet. Und so. Also das war echt cool. Und irgendwie Kahoot und irgendwelche Wörter, ist das Word-Clouds und sowas total, also so total coole Sachen. Vor allem so in den Sprachen und so in den so geisteswissenschaftlichen Sachen hat das gut funktioniert. Genau, also das war eigentlich echt ganz cool, dass wir das gemacht haben. Wobei man da natürlich immer dann auch so einen Unterschied hatte. Manche Leute hatten ein Tablet, manche hatten einen Laptop oder sowas. Also dass das ja schon dann ein Unterschied ist, was man damit machen kann. Aber ich glaube, war das insgesamt sehr cool, dass es irgendwie doch auch als wir dann wieder in der Schule waren, super digital und alles geworden ist. Cool, das klingt das sehr gut. Also von der Hardware sagst du, die Menschen haben das mitgebracht, was sie hatten zur Verfügung. Das konnte ein Tablet sein, das konnte ein Laptop sein. Und die nichts hatten, konnten sich Dinge von der Schule ausleihen. Also da wurden alle mitgenommen, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also es war zumindest die Möglichkeit da, dass alle was ausleihen konnten. Und die niedersächsische Landesregierung hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch dafür Geld zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das kam aber ein bisschen spät. Genau, es gab bei mir auch mal Leute in der Klasse oder im Kurs, die dann gesagt haben, ich will nichts mitschleppen, und hatten dann irgendwie so noch ihr Handy vielleicht dabei und haben dann halt auf Papier geschrieben. Aber im Großen und Ganzen hätte jeder die Möglichkeit gehabt, genauso was auszuwählen. Also ich glaube, wir hatten irgendwie 4 Klassensätze iPads und sowas, und viele haben ja auch einfach schön über das erste zu Hause. Cool. Und kannst du ein bisschen was über nochmal Software-Tools und so weiter? Also du hast von Word-Clouds und so weiter erzählt. Was waren da so spannende Ansätze? Was wurde da genutzt? Und ja, also wir können vielleicht nochmal als Hintergrund uns von Jugendhackt und ja Werte wie Open Source und so weiter wichtig sind. Gab es darüber eine Diskussion oder ein Bewusstsein dafür, oder wurden erstmal einfach Tools genutzt, um überhaupt was zu haben? Also ich glaube, letztes Jahr vor allem im Frühling musste man ja einfach irgendwas benutzen. Genau, aber viele Schulen, ich glaube vor allem auch in Niedersachsen, aber eigentlich in ganz Deutschland benutzen ja das Programm iServe, also das ist, was man bezahlen muss für eine Firma. Genau, aber die haben BigBlueButton eingebunden. Das heißt, das wäre auch Open Source ist. Ist natürlich nur, wenn jede Schule das irgendwie selber hosten ist, ein bisschen schwierig. Deshalb gibt es da halt dann diesen Anbieter. Genau, und das finde ich auch gut. Also da ist es dann ja nicht so, dass man bei Zoom oder Microsoft Teams oder sowas dann da so direkt reinkommt. Genau. Sonst genau, ist halt bei uns dann viel, weil halt diese Schule und seine ISA hat auch immer funktioniert. Ich weiß auch von anderen Schulen, dass die zum Beispiel sowas wie so Moodle und Nextcloud und sowas benutzen, was dann ja wirklich also nochmal mehr offen ist für Sachen, die man in der Schule benutzt hat. Ich gebe zu, es rückt mehr in Diskussion, es ist mehr im Mittelpunkt, dass man irgendwie auch freie und Open Source und Software benutzen soll.
Aber ich glaube, da muss noch mehr gemacht werden, weil es halt, glaube ich, einfach nur nicht so richtig in den Köpfen angekommen ist, dass es eine gute Alternative auch ist und nicht nur so eine Sache, die so, okay, dann müssen wir nichts für bezahlen. Also ich glaube, dass viele Leute da einfach, viele LehrerInnen da noch so ein bisschen skeptisch sind. Ja, ich denke so, wir haben dann auch mal so Sachen wie Google Docs oder sowas benutzt, weil es halt einfach total praktisch ist zum Zusammenarbeiten. Also vor allem, wenn wir Referate oder sowas machen sollten, ist das halt total praktisch, wenn man automatisch ist alles irgendwie sync und so. Genau, aber meine Schule arbeitet daran, mehr Open Source zu verwenden. Sehr schön. Hat sich da auch was in der Rolle oder im Verhältnis zwischen SchülerInnen und LehrerInnen verändert? Also man schreibt euch junge Menschen ja dann die Digital Natives-Rolle zu. So von wegen, ihr könnt das eh schon alles und die LehrerInnen müssen sich das aufarbeiten. Das glaube ich grundsätzlich nicht, dass das so pauschal funktioniert, aber so ist ja gerne der Diskurs. Und hast du das erlebt, so als konntest du quasi mehr mit einbringen oder wurden deine und eure Kompetenzen auch mehr angefragt in dem Bereich? Ich glaube, das ist eigentlich so ganz, ich glaube, das sind so zwei Camps auch zwischen den SchülerInnen. Also bei mir wussten eigentlich ehrlich gesagt alle Lehrer, wie man irgendwie eine Videokonferenz startet und sowas alles. Also das war, glaube ich, wirklich nicht so das Problem. Deshalb, glaube ich, mussten wir da gar nicht so viel nachhelfen. Ich glaube, es war eher so, dass die LehrerInnen, also ich weiß nicht, es gibt ja einen großen SchülerInnenverteiler. Und da haben wir dann manchmal so E-Mails bekommen mit so, bitte lernt doch, wie man ein PDF erstellt, damit ihr nicht irgendwie 6 Bilder reicht in irgendwie das Abgabenmodul schickt und sowas. Also ich glaube, dass da sogar eher die LehrerInnen mehr wussten, vielleicht als die 5, 6, 7, 8 Klässler so. Genau. Aber also bei uns haben wir das eigentlich alles sehr gut hinbekommen. Genau, was ganz praktisch war, so wenn mal so ein Schulserver überlastet war mit den Videokonferenzen, konnten halt so ein paar Leute, die so ein bisschen mehr so in der Textszene waren, dann halt irgendwie mit irgendwelchen anderen Videokonferenzmodulen aushelfen oder C oder sowas. Also das war ganz gut, so dass man die Möglichkeit hatte. Aber also ich finde, die haben das überraschend gut genannt bei mir in der Schule. Klingt sehr gut. Vielleicht nochmal, also apropos Rollenveränderung, du hast ja sehr schnell, nachdem der Lockdown am Start war letzten März, die Idee gehabt, ein Jugendhackt Remote-Event zu machen. Kannst du vielleicht nochmal dich in die Zeit zurückversetzen? Was war damals so dein Antrieb, da jetzt quasi eigene Bildungsformate zu starten? Ich habe jetzt sogar heute Morgen mal darüber nachgedacht. Genau, also es war ja am Freitag, den 13. der passend, März, gab es eine Durchsage dafür, so, also, ja, die Schulen schließen erstmal bis 10 Uhr dafür. Das waren erstmal 2 Wochen. Genau. Und da weiß ich noch, da bin ich danach noch in die Schule gegangen. Und also ich habe das irgendwie auch gar nicht so richtig realisiert, was das bedeutet. Aber ich habe mich mit einem Freund von mir unterhalten und der meinte so, ach ja, so cool, jetzt haben wir irgendwie 4 Wochen Ferien. Wir können ja dann irgendwie so voll viel so ins Kino gehen und schwimmen gehen und so. Und dann meinte ich irgendwie so, ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie so, das geht auch alles irgendwie nicht. Ja, und es ging dann auch irgendwie alles nicht. Und dann wurde, also das war dann ja dieses Wochenende mit dem 14, 15. Ich glaube dann am 15. oder sowas habe ich das geschrieben, ob wir nicht so ein Hackathon machen wollen. Weil ich war die Woche davor, war ich noch in München. Und da war das natürlich auch schon total präsent. Und dann haben wir uns mit den Leuten ein bisschen ausgetauscht. Und dann habe ich sie die Wochen über immer so Nachrichten bekommen. Bei uns sind jetzt auch die Schulen zu. Wir sind jetzt auch die Schulen zu. Und Niedersachsen war es dann am Freitag. Und ich weiß nicht so, dass ich so dachte, so, oh Gott, so, wann hört das wieder auf? Wann kann man Leute wieder sehen? Und ich dachte so, ich werde jetzt irgendwie für die nächsten, ich glaube, damals dachte ich noch, dass es übertrieben ist, aber so für die nächsten 2 Jahre zu Hause sitzen. Aber dann ja doch gar nicht. Ein bisschen übertrieben. Und dachte so, man muss doch irgendwas machen. Weil da waren dann auch, also die ersten 2 Wochen hatten wir auch gar keine Schule. Also die ersten 2 Wochen Lockdown. Ich glaube, da waren alle so überfordert, dass es ein bisschen war, so, lest das Buch und geht raus oder so.
Genau, und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt ist es von einem Tag auf den anderen, hat man nichts mehr zu tun. Genau, und dann dachte ich, wäre es ganz cool, mit so ein paar jungen Tech-Leuten irgendwas zu machen. Und dann wurde es ja doch ziemlich groß. Genau, also so hat das dann. Du Ja, bist gut. total, total spannend. Also für uns aus der Perspektive der PädagogInnen war das natürlich auch mega spannend, weil wir auch quasi eher noch am Einrichten waren und uns mit der Situation einfinden. Und da wart ihr einfach schon total am Start, euch selbst eigene Bildungsformate zu organisieren. Das hat uns damals sehr beeindruckt, ja, und wirkt ja bis heute nach. Wir haben inzwischen viele Remote-Formate umgesetzt. Das ist nach wie vor die Vorlage und die Idee, insofern auch da irgendwie so die Digitalisierung der Bildung hat natürlich auch sich auf schon sehr digitale Programme wie JugendHakt dann am Ende ausgewirkt, wo wir einfach gesehen haben, solche Sachen haben wir halt vorher auch nicht gemacht, weil wir auch da irgendwie diese Präsenz vorgezogen haben und genau gar nicht irgendwie so die Chancen gesehen haben, was da alles passieren kann in so einem reinen Online-Event. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickst, was würdest du dir wünschen, was bleibt von all dieser, ich sag mal, Digitalisierung in der Bildung, und was sagst du, kann auch wieder weg? Eine Sache, die vielleicht bleibt, die ein bisschen indirekt was halt mit Digitalisierung zu tun hat. Ich finde es total gut, dass die Schulwoche jetzt ja immer noch ein besserer Unterricht verkürzt ist, also dass man 3 Tage in die Schule geht oder so. Und ich glaube, dass das definitiv was ist, das bleiben könnte. Also 4 Tage Präsenz, ein Tag von zu Hause Sachen wiederholen und sowas. Und also ich habe gemerkt, dass es das echt auch teilweise effektiver ist. Also dann sitzt man da, ist vielleicht gar nicht so abgelenkt. Muss man natürlich aber auch immer gucken, für welche Personengruppen das irgendwie funktioniert. Und ich glaube, muss man schon privilegiert sein, damit das für einen irgendwie gut funktioniert. Aber das wäre was, was ich mir so persönlich für mich wünschen würde, was wieder gehen kann. Ich glaube, so die ganzen Videokonferenzen, das ist ja irgendwie so auch nicht das Gleiche. Und so, genau, wenn man irgendwie dann. Ja, vor einem Jahr 8 Stunden, also ja, von 8 Uhr bis 15 Uhr, also dann 7 Stunden, am Tag vor dem Computer sitzt, obwohl man ja vielleicht irgendwo Tech das gewohnt ist. Wenn es in der Schule ist, ist das schon anstrengend. Also ich finde, das darf gerne wieder gehen. Und bei den Hybrid-Sachen bin ich auch nicht so ein Fan. Das hatten wir auch teilweise, dass die Hälfte der Klasse in der Klasse saß und die andere Hälfte war zu Hause. Da ist irgendwie immer so beide Seiten sind ein bisschen untergegangen. Genau, also so das darf wieder gehen. Aber so Digitalisierung im Unterricht, wenn alle da sind, das darf gerne bleiben. Cool, sehr spannende Gedanken. Recht auf Homeoffice für Schülerinnen auch, wenn ich tatsächlich einen neuen Gedanken hatte, ich so noch nicht gehört. Ja, vielen Dank für deine Einblicke und deine Gedanken. Und ja, alles Gute mit den nächsten Wochen und Monaten und Prüfungen. Ja, es ist nur noch eine Woche. Ich habe Oh. letzte Woche eine Klausel geschrieben, dann nächste Woche noch 3 Selbstständige und dann bin ich durch. Cool. Fingers crossed. Vielen Dank dir. Danke, Lynn.